Und damit herzlich willkommen hier bei Habo Olympia 2020, der Neuauflage von 2016. Hashtag im Zeichen der Ringe. Viel Spaß hier auf Marchip TV und im habo.de. Und damit herzlich willkommen hier zum nächsten Video auf Marchip TV und natürlich heute mit der Disziplin Völkerball. Ja Leute, das ist auch wieder ein nachkommentiertes Video. Ich kennzeichne das ganz, ganz schnell immer. Und in dem Fall, ja, ist das jetzt hier Völkerball von Basti aufgenommen und ich kommentiere das Ganze nach. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Da bin ich jetzt selber mal gespannt. Wir werden jetzt ungefähr 20 Minuten Action hier erleben. Vielleicht sogar mit einem Final, was es richtig in sich hat. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass unten bei der gelben Mannschaft zwei Deutsche dabei sind. Mit Skinner 59 und Basti, da wollte ich schon sagen, Selle TV. Und oben Simmich zum Beispiel, den wir da sehen. Also wirklich einige Kandidaten dabei, die wir aus den Tagen da schon kennen. Jetzt gerade ist das erstmal der Start, wer Völkerball nicht kennt. Also es gibt sechs Spieler, die gegen andere sechs Spieler antreten. Die besten, also die eine Seite, die dann 10 Punkte am Ende hat oder 12, je nachdem, kommt dann ins Finale bzw. in die Zwischenrunde, wo dann 3 versus 3 gespielt wird und dann auch wieder bis 10. Und dann am Ende gibt es noch die letzten 3, die übrig bleiben, um dann um das goldene Ticket noch spielen Richtung Olympiasieg, Silber oder Bronze. Und hier sehen wir auf jeden Fall, dass auf jeden Fall Skinner 59 und Selle TV sehr gut dabei sind. Gerade gab es da allerdings einen Fehler, deswegen ja, sieht es dann doch nicht so gut aus. 3:2 aber immer noch, da ist auf jeden Fall noch was drin. Ich weiß jetzt auch nicht, was Emir da veranstaltet. Also total interessant, das einfach mal so zu sehen. Auf jeden Fall ist die Hütte recht voll, kann man sagen. Da sieht es auf jeden Fall schon sehr gut aus. Und mal gucken, wer heute gewinnen kann. Jetzt erstmal Grün mit dem 3:3. Enge Kiste bis dato. Ich kann da jetzt auch noch gar keine Favoriten draus sehen, muss ich sagen. Das sieht alles noch sehr, sehr eng aus. Oh, Fehler und damit ein Punkt für Grün. Ach herrje, was ist da los? Können Skinner 59 und Selle TV heute eine Medaille holen? Fragezeichen. Ist da was drin? Kann der Topathlet Selle da was holen? Kann der Topathlet David Skinner 59 auch was holen? Klar, dieses Jahr würde ich mal sagen, kein Top-Athlet, aber in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gut gewesen. Dieses Jahr hat er auch ein paar gute Medaillen schon geholt. Ja, jetzt die 2. Ja, Grün macht das ein bisschen konsequenter, meiner Meinung nach, jetzt in den letzten Sekunden. Da sieht das schon deutlich besser aus als bei Gelb. Team Gelb muss da jetzt noch ein bisschen standfester werden. Ziemlich ganz stark hier für Japan, nicht schlecht. 6:4 steht's. Und jetzt die 2. Und Grün macht das wirklich nicht schlecht. Grün ist überhaupt nicht schlecht und macht das super stark. Jetzt die 3, Selle und gut das Ganze hier gemacht. 5:7 jetzt im Moment für Grün. Ah, Skinner kommt da nicht drauf. Schade. Konnte leider nicht Gelb noch ein bisschen ranführen. So wird das natürlich jetzt super eng, wenn Simmich den nächsten Punkt holt. Und so sieht es auch aus. Oh Mann, für Deutschland bisher keine gute Ausgangsposition. Was ist da los? Das war zu früh. Was macht Basti da?
Gibt es jetzt ein Minuspunkt oder wie ist das? Also man sieht auf jeden Fall, dass der Raum gestummt ist, weshalb da auch keiner was schreiben kann, falls da irgendwie was falsch läuft. Und das hat Basti gut gesehen, das war früh. Deswegen geht es jetzt weiter, steht 5 zu 8. Und jetzt schon 5 zu 9, also das könnte schon die Entscheidung sein. Eieiei, also ich denke, da haben wir schon unsere Siegermannschaft schon fest. Die obere Mannschaft, die grüne Mannschaft, hat das Ding, glaube ich, gewonnen. 10 zu 5 oder wie lange geht das? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß es jetzt so nicht. Ich habe das Ganze ja nicht miterlebt. Wahrscheinlich geht es noch weiter. Warten wir das Ganze mal ab. Vielleicht geht das ja wirklich bis 15. Und man merkt, dass die Leute das nicht richtig ernst nehmen hier bei Olympia an dem Abend. Also irgendwie ist da schon was falsch. Die ganze Zeit gibt es da irgendwie Proteste auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das aus Bastis Sicht ziemlich nervig war an dem Abend. Und Polizei bekommt jetzt die Drohung. Wenn das so weitergeht, gibt es gleich einen Kick. Definitiv verständlich, weil das nervt auf Dauer einfach, wenn man ständig da irgendwie nervt. Und jetzt Skinner 59. Kann er seinen Punkt holen? Nein, kann er nicht. 10 zu 6 für Grün. Ah, Habib holt den 7. Punkt für Team Gelb. Und dann hat Aufseherin irgendwelche Nachrichten geschrieben. Alles klar, also total Kuddelmuddel, würde ich mal sagen, am Dienstagabend, was hier geschehen ist. Trotzdem interessiert uns natürlich, wie es weitergeht und wer am Ende Olympiasieger wird. Das ist so die große, entscheidende Frage, die man sich jetzt bei der ganzen Sache hier stellt. Warten wir es ab. Und da, man versteht nicht, was diese Personen da richtig treiben. Also irgendwie ist es schon ganz eigenartig und nicht so schön wie die letzten Jahre. Also 2018 und 2016 haben mir da deutlich besser gefallen. Hier merkt man einfach, dass die Leute das nicht richtig ernst nehmen. Zum Glück ist der Abend schon längst vorbei für Basti. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nervig ist. Und jetzt steht es auf einmal 10 zu 10, weil View überhaupt nichts macht. Und dann gibt es auch die Ansage, View, bitte ernst oder Kick. Also man kann einfach festhalten, dass dieser View einfach ein total komischer User ist, meiner Meinung nach. Vor ein paar Monaten noch Botschafter gewesen, beziehungsweise vor ein paar Jahren, und hat sich richtig benommen. Und jetzt ist es das größte Arschloch im Habbo-Hotel, wenn man das so sagen kann. Beleidigt auch Menschen aufs Übelste, wenn jemand irgendwie eine Krankheit oder eine Behinderung hat. Und genau solche Menschen nehme ich nicht für voll. Deswegen kann ich auch ganz klar sagen, dass das für mich ein Arschloch ist. Da ist mir das auch recht egal, dass ich hier beleidige. Ist aber ein anderes Thema. Jetzt 12 zu 9 für Gelb. Gelb hat das Ganze jetzt nochmal gut aufgeholt, würde ich mal behaupten. View bekommt da auch nichts mehr hin. Der nimmt das scheinbar auch gar nicht so richtig ernst, wie man jetzt gerade mitbekommen hat. Also total lustig für Team Gelb natürlich, weil die jetzt ja auch weiterkommen können. Und jetzt gibt es den Matchball, also doch bis 15. Okay, dann weiß ich Bescheid. Und wenn jetzt Habib draufkommt, dann war es das für Team Grün. Und so sieht es auch aus. Gelb gewinnt die Runde. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es gleich weitergeht zwischen den 6 Leuten. Boah, jetzt wird hier auch noch richtig heftig beleidigt. Wow, okay, es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Die 2. Und Habib kommt da drauf. Also, jetzt sehen wir, Habib
ist in einem Team mit Selle und da unten weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Emir und Skinner sind mit Ailo oben bei Team Grün. Und scheinbar geht es jetzt bis 10, ihr Lieben. Und Punkt für Selle, super. 2 zu 0. Machen wir weiter. Jetzt wieder Habib. Boah, also ich muss sagen, Habib macht das in dieser Runde richtig gut. 3 zu 0 schon. Das könnte jetzt für Skinner 59, Ailo und Emir schwierig werden. Vor allem, weil Habib einfach eine super gute Kandidatin ist hier bei Olympia 2020 beim Völkerball. Wahnsinn, was hier abgeht. Jetzt die 6 kann Emir vielleicht, ja, Emir wird jetzt auch noch geschlagen. 5 zu 0 für Gelb und damit sieht es für Selle super gut aus. Aber Skinner holt einen Punkt für Team Grün. Jetzt die 3, Selle gegen Skinner, spannend und Skinner versucht er jetzt noch den Abstand bisschen zu verringern. Der macht das nicht schlecht, aber Emir und Ailo machen da ihre Fehler, weshalb das für Skinner einfach nicht gut aussieht und ich denke einfach auch, dass es nicht klappen wird für Grün. Also da muss schon wirklich eine Aufholjagd stattfinden, dass es jetzt irgendwie noch funktioniert. Und danach sieht es überhaupt nicht aus. 7 zu 1 für Gelb. Ich glaube, das ist Team Jamaika. Genau, je Vita ist das, die da jetzt bei Gelb mit dabei ist, genauso wie Habib. Also zweimal Jamaika und einmal Deutschland. Das wäre ja Wahnsinn, wenn Jamaika da was holen könnte für Team Jamaika. Und natürlich im Medaillenspiegel sieht das Ganze deutlich besser aus. 8 zu 1. Jetzt Habib gegen Ailo und Habib verkackt es. Immerhin der zweite Punkt für Team Grün. Und jetzt nochmal die Deutschen gegeneinander. Und Skinner zieht richtig durch. Der hat nochmal richtig Bock. Der möchte unbedingt heute beim Völkerball was holen. Das merkt man ihm auf jeden Fall an. Seine Teamkollegen nicht unbedingt stark und da ein Fehler von Skinner. Das ist natürlich bitter. Das, glaube ich, gibt sogar minus 1 für Grün und natürlich ein Punkt für Gelb. Jetzt sogar Matchball Gelb. Also ich würde mal sagen, die drei sind auf jeden Fall weiter Richtung Finale und die können dann um Medaillen spielen. Das ist doch mega geil, oder? Ja, Skinner versucht da trotzdem noch das Ganze noch ein bisschen gut aussehen zu lassen für sein Team. Und jetzt die 6. Und jetzt die 6. Jevita gegen Emir und Jevita gewinnt das Ganze für Gelb. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer holt sich Gold, wer holt sich Silber und wer holt sich Bronze. Und erstmal haben wir die Partie Selle gegen Habib. Ich weiß nicht, bis wie viel es geht. Dann müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Jetzt die 5, es war jetzt gerade zu früh. Und Selle 1 zu 0 stark. Kann gut sein, dass es jetzt wieder bis 10 geht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Jetzt die 5, was macht Habib? Habib holt sich den Punkt. 1 zu 1 zwischen Deutschland und Jamaika. Ja, eigentlich geht es jetzt nur noch Jamaika gegen Deutschland. Und wieder früh. Also jetzt in dieser K.O.-Runde gibt es keine Minuspunkte mehr. Das war, glaube ich, auch früh, oder? Ja. Genau, leider etwas zu früh, Selle, schreibt Basti. Hat er gut gesehen. Jetzt wieder früh. Also hier ist auf jeden Fall richtig was los. Beide sind sehr, sehr motiviert.
die erste Partie für sich zu entscheiden. Und Khabib mit 2:1. Jetzt nochmal die 2. Und Khabib holt schon wieder den Punkt. 3:1. Okay, es ging also nur bis 3. Alles klar, dann jetzt Jevita gegen Selle. Jetzt muss Selle schon gewinnen, um Silber zu kriegen. Sonst wird das schon sehr, sehr schwierig. Platz 3 für Deutschland wäre auch okay. Jamaika 2. und 1. wäre natürlich auch super gut für Jamaika. Wir warten das Ganze mal ab. 2:0 jetzt für Deutschland. Die deutsche Delegation würde sich natürlich freuen, wenn Selle da was Vernünftiges holen würde. Jetzt Jevita allerdings einmal besser als Selle. Das heißt 2:1 zwischen den beiden. Immer noch für Selle. Und jetzt könnte Selle das Ganze entscheiden. War zu früh. Das war eindeutig zu früh, oder? Scheinbar nicht. 3:1. Jetzt geht es zwischen Jevita und Khabib richtig zur Sache. 1:0 für Jevita. Jamaika gegen Jamaika. Ah, die 2. Wer kriegt die 2 als Erste? Ah, diesmal Khabib. 1:1. Die 4 könnte... Ja, Jevita wieder gewinnen. Boah, jetzt geht's ja aber ab. Jetzt braucht Jevita nur noch einen Punkt, um safe irgendwie Silber oder Gold zu bekommen. Einfach die 6. Und Jevita holt die 6. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt weiß ich nicht, wie es aussieht für Khabib. Jetzt gibt es, glaube ich, erstmal das Spiel Selle gegen Khabib. Bis 1 geht es jetzt nur. Und dann haben wir eventuell unseren Olympiasieger hier beim Spiel Völkerball. Oh, Khabib holt sich also, ich glaube, Gold. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Selle und Jevita. Und Jevita holt sich ebenfalls den Sieg. Selle wird Dritter und... Doppelgold für Jamaika. Jetzt geht es allerdings nochmal bis 5. Wer holt sich Gold und wer holt sich Silber? Ich habe da gerade doch einen Fehler entdeckt von mir. Jetzt geht es also darum, wer holt Gold? Selle ist jetzt Dritter geworden, das ist schon mal safe. Nun also die Entscheidung. Wer holt sich Gold zwischen den beiden Mädels hier bei Habbo Olympia 2020 Völkerball Team Jamaika? Muss sich jetzt entscheiden, wer Gold bekommen soll. Und die beiden nehmen das ziemlich ernst gegeneinander. 2:1 für Grün, sprich für Jevita. Jetzt die 1. Khabib kommt da nicht hinterher. Das ist super schnell, was Jevita da veranstaltet. 3:1 also jetzt für Jevita. Ah, Khabib möchte sich jetzt aber noch nicht geschlagen geben. Und da haben wir das 4:2. Jetzt also die Entscheidung eventuell. Kann Jevita das Ding jetzt noch holen? Den letzten Punkt. Dann hat sie auf jeden Fall Gold safe. Und das ist die 6. Und so sieht's aus. Jevita holt Gold. Herzlichen Glückwunsch an Team Jamaika.
vor allem Jevita für Gold und zweiter ist Habib und natürlich auch herzlichen Glückwunsch an SelleTV, der Bronze holt. Das ist auf jeden Fall doch eine gute Leistung gewesen. Ja Leute, wir sehen uns dann bald wieder, dann mit Pet Soccer, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid dann mit am Start und bis dahin, ciao.